Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MSTV. Wir sind heute in Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion, genau genommen am Betzenberg. Der erste FC Kaiserslautern empfängt heute Hannover 96. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Was geht hier? Also ich will schon sagen, die Kaiserslautern-Fans sind nicht krass drauf. Yesore Yagunakis. Filemu. Was war das für ein langer Fußmarsch bis zum Stadion, Alter? Voll aus der Puste, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Der Betze. Soll heute wohl beben. Hey, what's your name and where are you from? Jared from Australia. Hi, ich bin der Tobi. Phil from England. Ich bin Jan. Hi. Ich bin der Benjamin. Hi, ich bin Rudi. Servus, Paul. Beide Kevin. So. Ja, wir heißen beide Kevin. Jetzt wird, jetzt ohne Scheiße? Ja, ja, ohne bei jeden, ich kann dir meinen Ausweis Spaß zeigen, wenn du willst. Ja, bei Spaß. Jedem Video gibt es einen, der Kevin oder Tim heißt. Also wir sind, ich kann dir meinen Ausweis zeigen. Und wir sind seit, komm, jetzt will ich Beweise. Wir sind seit 24 Jahren beste Freunde. Ich werde dir auch selber kennzeichnen. Ja. Okay. Das ist Kevin Nummer 1. Kontrolle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kontrolle ist besser, warte. Kevin Nummer 2. Tatsächlich, er lügt nicht. So, okay, wir haben heute wieder, wie im letzten Video, zwei, die den gleichen Namen tragen. So, Kevin, was denkst du, wird heute das Spiel ausgehen? Ich habe vorhin gesagt 2-0. 2-0, ja. A little concerned, but I think 2-2. I think we're close. Es gibt ein knackiges 3-2 für Lautern. I think Kaiserslautern will win 2-1. Ich sag 2-0 Lautern. Finde ich schwierig vorherzusagen. Ich spekuliere irgendwie auf ein 2-1 für Lautern. Ich glaube auch auf ein 2-0 für Lautern. Kevin, was sagst du? Ich sag 2-1 für Lautern. Es wird ein schönes 2-1. 2-1. Und was denkst du, wer wird heute die Tore schießen? Ich denke, Ache wird stechen und vielleicht kommt Beuth später noch rein und dann. Ich hoffe, dass du Beuth mal wieder ins schießt, das würde ich ihm gönnen, damit er mal ein bisschen wieder ins Spiel nahe kommt. Und sonst, ja, weiß ich nicht. Also, ich bin gespannt drauf. Boah, ich sage tatsächlich Doppelpack. Beuth ab der 70. Minute 2 Stück. Und wer wird diese 2 Tore schießen für Lautern? Ache und Beuth kommen so 80. In der 80. Minute, 81. Minute kommt er rein und macht das 2-0. So, jetzt muss ich dich fragen, ob diese Beuth-Sache ein Insider ist. Ist das ein Insider dazwischen? Ich habe eben andere Jungs befragt, die haben alle gesagt, Beuth schießt ein Tor. Der schießt ein Tor heute. Der wird in den letzten 10, 15 Minuten eingewechselt und macht das 2-0 für Lautern fix. Aus dem Homeoffice. Aus dem Homeoffice kommt Beuth und macht das 2-0 aus dem Homeoffice und stopft alle Mäuler, die gesagt haben, Beuth spielt keine Rolle mehr. Ich denke das Gleiche eigentlich. Das Gleiche. Ja, aber ich denke, das Erste macht Zimmer. Okay. Einfach mal eine andere Meinung. Okay. Ich sag gleich auch Ache und Beuth. Ache Doppelpack, ganz klar. Ache Doppelpack. Ja. Jetzt habe ich eine spezielle Frage an dich. Ich bin heute das erste Mal hier. Was wird mich heute hier erwarten? Es wird krass. Es wird krass. Es wird krass. Es wird richtig krass. Und bist du oft auf dem Betzenberg? Ja, also ich habe eine Dauerkarte. Ich bin eigentlich jedes Heimspiel hier. Ich bin heute das erste Mal hier. Und echt? Genau. Und was kannst du mir denn sagen, was erwartet mich heute hier? Kommt drauf an, wo stehe ich, in welchem Block? 22-1, irgendwie so Ecke, also Richtung Gästeblock. Okay, also eher weniger West. Also ich gehe mal davon aus, wenn Hannover da ist, also es wird auf jeden Fall eine geile Stimmung da sein von beiden Mannschaften. Das muss ich auch den Gästefans immer zugute heißen. Ja, also lass dich drauf ein, sei gespannt. Also Lautern ist immer geil, wenn man hier auf den Betzenberg kommt. Was sagst du dazu? Dich erwartet eine brutale Stimmung. Das hast du so in der zweiten Liga noch nicht gesehen. Selber die Meinung bilden. Hol dir selbst die Meinung, aber ich sag dir, wie es ist. Zweite Liga, Kaiserslautern,
brutal. Stimmung brutal. Ich danke euch, Jungs. Mach's gut. So, liebe Stadionfreunde, gleich sehe ich das erste Mal das Fritz-Walter-Stadion, auch mit anderem Namen den Betzenberg. So, hier sehen wir die Hannover 96 Auswärtsfans und dort sind die berühmten Kaiserslautern Ultra-Fans. Ich bin echt gehypt auf das Spiel. Wenn Hannover heute gewinnt, springen sie auf den ersten Tabellenplatz. Und wenn Kaiserslautern gewinnen sollte, müssen sie auf das Ergebnis von Düsseldorf gucken. Wir hätten auch eine theoretische Chance, heute Erster zu werden. Was sagst du dazu? Die Stimmung steigt. Der Betze fängt an zu beben. Demir Yagon, Galatasaray-Fan. Und Can, auch Galatasaray-Fan. Hoppala! Ja, hey. Hannover 96. Abseits-Tor.
Elfmeter für Kaiserslautern. Ja, Don hat es nicht gesehen. Galatasaray Lejan hat es auch nicht gesehen. Da bebt der Wetzenberg. Mal schauen. Er steht 1:1. Super, super. Nein, nicht mit einem 1:1 und ich muss schon sagen, echt ein super Spiel, aber ich achte heute mehr auf die Fans als auf das Spiel. Ja, was sagst du dazu? Ich achte auf, ja, eigentlich hat er recht, ich achte auf die Stimmung, weil der Betze ist ja so berühmt für die Stimmung und langsam durch das 1:1 jetzt ist hier echt mal der Betze langsam am Beben, so wie uns auch vorher versprochen wurde. Ja. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Bis gleich. Schaut mal, wer hier ist. Beko! Abdallem. Beko von 90 Minuten aus Zimmons. Abonniert auf jeden Fall seinen Kanal. Freunde, ihr wisst Bescheid. Einfach MZ abonnieren. Der macht die geilsten Videos, Interviews, Stadion-Vlog. Schaut einfach vorbei bei ihm. Ich hoffe, ihr könnt alles so hören. Sehr knapp. Gut, aber verteidigt, ja. Es geht weiter. Die fummeln sich selber aus. Wer macht was? Die fummeln sich selber aus, die Abwehrspieler. Wie fummeln die? Aber ich gönn's Kaiserslautern, sie haben bisher richtig guten Druck gemacht. Es gibt nochmal 6 Minuten Nachspielzeit. Mal schauen, ob das noch für ein Tor reicht. Rote Karte für 96. Letzten Minuten noch mit 10 Männern. Weiter. Was willst du uns damit sagen? Rot. Keine Ellbogen. Hört euch, Ira. Hier ist Stimmung, ja.
ich schon sagen, es ist auch verdient. Kaiserslautern gewinnt 3:1. Ich muss auch sagen, es war ein verdienter Sieg. Trotzdem dicken, fetten Respekt an die Hannoveraner, die bis hierher gereist sind. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. An Zapai gefällt das. Schreibt einen Kommentar, wie ihr dieses Spiel oder dieses Video fand. Und vergesst nicht, den Kanal MSTV zu abonnieren. Jago, deine letzten Worte. Ja, und zwar, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften. Und am Ende hatte einfach Kaiserslautern den Heimvorteil und hat mit den Fans im Rücken den Sieg nach Hause gebracht. Endbüg Fenner, Boschka Büchio. Lautern hat verdient gewonnen, geile Stimmung, kommt alle auf den Metze. Außer ihr seid Mainz. So, jetzt müssen wir erstmal 6 Stunden zurück nach Hause fahren. Und das Video im Auto schneiden. Hey! 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 Hey!